liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, für die, den Teil, weil wir jetzt keine Medienberaterkollegen sind in dem Kreis hier, sondern als Aussteller, als Referenten hier auch Beiträge liefern. Schön, dass Sie alle da sind. Ich hatte heute Morgen schon mein eigenes Erlebnis mit mobiler Intelligenz und habe mich etwas zu sehr darauf verlassen. Ich komme aus Köln und habe gedacht, okay, Deutsche Bahn App und ich gebe ein Stadtbibliothek Essen, ist doch kein Problem. Und die hat auch sofort reagiert, diese App, und hat mir eindeutig ein Ziel angegeben. So bin ich dann auch gefahren. Eine Kollegin aus Düsseldorf, die mich dann gesehen hat, dass ich am Düsseldorfer Hauptbahnhof umgestiegen bin in eine S-Bahn, hat sich schon gewundert, aber leider nichts gesagt. Ich bin in Essen-Werden ausgestiegen, ganz einsam, nichts los. Und dann habe ich einen Taxifahrer, der zum Glück da stand, gefragt. Ja, sagte er, es gab mal sowas wie eine Stadtbibliothek in Essen-Werden, aber seines Wissens wäre die ganz klein und ob die überhaupt noch existiert, das wüsste er nicht so genau. Ja, da habe ich mich verlassen auf eine App der Deutschen Bahn, immer ein prämiertes App, und hätte vielleicht doch besser mal die Adresse kontrollieren sollen. Dann hätte ich es nämlich viel einfacher gehabt. Ich bin nämlich auch noch aus dem Zug in Düsseldorf ausgestiegen, der hier vorne direkt am Hauptbahnhof gehalten hätte. Also es war jetzt kein Glanzstück, aber ein bisschen thematisch passt es ja, weil wir uns ja heute auch mit mobilen Geräten beschäftigen. Und den Möglichkeiten, die diese Geräte bieten und den Chancen, die dafür für Schul- und Unterricht denkbar sind. Und ich freue mich natürlich, dass ich wieder so viele bekannte Gesichter sehe aus dem Umfeld der Medienberatung in Nordrhein-Westfalen. Und es ist sicherlich wichtig, sich ein Bild zu machen darüber, was Schulen davon sinnvoll nutzen können in der Beratung von Schulen, in der Beratung von Schulträgern im Rahmen der kommunalen Medienentwicklungsplanung. Vorab möchte ich eigentlich fünf Trends ansprechen, die ich sehe, die alle letztlich irgendwas zu tun haben mit diesem Thema, was wir heute besprechen. Die eine Geschichte, die übergreifendste mit Sicherheit, ist die, dass durch den Weg der Schulen zu inklusiven Systemen die Lerngruppen noch heterogener werden, als sie ohnehin schon sind. Und je vielfältiger Lerngruppen werden, umso vielfältigere Angebote brauchen die Schüler, um ihren Erfahrungen entsprechend, ihren Fragestellungen folgend, die Unterrichtsthemen auch zu behandeln. Individualisierung von Unterricht hat nicht direkt was mit einem bestimmten mobilen Gerät zu tun, aber stellt natürlich die Frage, wie können denn Schüler auf solche Lernmittel zugreifen, die in dieser Vielfalt eigentlich ja nur digital zur Verfügung stehen? Das ist ein Aspekt, der sicherlich ein wichtiger Zugang für uns in der Argumentation ist und in den Schulen ist. Ein zweiter Punkt ist der, dass wir mit dem Medienpass so viel Erfolg haben. Also ich war am Montag beim Tag der Medienkompetenz, weiß ich, wer von Ihnen vielleicht auch da war, im Landtag. Es war eine ganz schöne Veranstaltung, sehr inhaltlich, sehr lebendig und hat richtig Spaß gemacht. Und der Medienpass wurde sowohl von der Ministerin Schwal-Düren als auch von dem Staatssekretär Eumann und von vielen anderen als erstes immer genannt, wenn es darum ging, zu sagen, was wir in Nordrhein-Westfalen tun, um Medienkompetenz zu fördern. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und so wie wir Erfolg mit dem Medienpass haben, weil er schön konkret ist, weil er klarer den Schulen ein Angebot macht, wie sie das machen können mit ihren Schülern, auch da stellt sich natürlich die Frage, mit welcher Technik mache ich das? Mit welchen Anwendungen mache ich das? Wir haben eine Diskussion gehabt, also die Düsseldorfer haben ihren Medienpass-Schulen iPad-Sätze zur Verfügung gestellt und andere Schulen tun das nicht. Also die Frage steht, braucht man sowas? Wie viel braucht man davon? Ein dritter Trend ist einer, den ich enorm wichtig finde. Das ist die Entwicklung hin zu digitalen Schulbüchern. Seit dem 5. November haben die Schulbuchverlage ihre ersten Angebote über den Verband der Bildungsmedien freigeschaltet. Und da sind zum ersten Mal, werden digitale Schulbücher angeboten. Man kann jetzt sagen, was man da zum Teil zu sehen bekommt, ist nicht viel mehr als ein Abbild
des vorhandenen Schulbuchs. Richtig, ja, weil die Weiterentwicklung natürlich auch Investitionen beansprucht und man muss sich auch überlegen, wie kann man das machen, welche interaktiven Anwendungen kann man denn da integrieren. Aber alleine die Tatsache, dass wir nicht nur Learnline haben und Edmund, die ja Medien anbieten, die man sehr gut zusätzlich nutzen kann, haben wir mit dem digitalen Schulbuch zum ersten Mal das Angebot, dass man damit, wenn man es dann darauf anlegen wollte, einen Unterricht vollständig abbilden kann. Weil ja, zumindest vom Anspruch her, das Schulbuch für alle Themen und Kompetenzen des jeweiligen Faches in dem jeweiligen Zeitraum auch ein Angebot macht. Damit wird die Nutzung digitaler Medien zur Regel. Und bisher müssen wir ja ehrlich sagen, was wir mit Learnline und Edmund machen, ist eher ja ein Zusatz, eine Erweiterung, spannend, wichtig, aber nicht die Regel. Wenn das aber zur Regel wird, weil Schulen sagen, wir möchten, Fachgruppen sagen, wir möchten das Schulbuch jetzt auch digital einführen, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, und wie machen Sie das in der Schule? Mit welcher Infrastruktur? Wer kann wann mit welchen Geräten auf dieses digitale Schulbuch zugreifen? Muss ja dann jeder können. Ich meine, wenn man sagt, also die Schulbücher bleiben in der Schule als Klassensatz und zu Hause werden die Hausaufgaben gemacht über die digitale Variante. Wunderbar, da brauchen die Kinder die Schulbücher nicht mehr schleppen. Ein Riesenfortschritt, ein Riesenfortschritt. Aber da muss man ja beantworten, dass das auch alle können, dass da keine sozialen Ungerechtigkeiten entstehen. Dass es auch funktioniert. Ist eine Riesenchance für uns in der Beratung, auch diese Fragen aufzugreifen und zu beantworten. Und ich bin hochinteressiert daran, zu gucken, wie nehmen Schulen dieses Angebot der Schulbuchverlage an und was machen sie denn dann damit? Wie gestalten sie das in der Praxis? Ja, ein vierter Trend ist der, den wir immer wieder diskutiert haben, der aber auch dazu passt, ist, dass immer mehr Anwendungen ins Internet gehen, in die Cloud gehen. Und dadurch ist es natürlich auch möglich, dass so digitale Schulbücher und sowas überhaupt so variabel genutzt werden können, weil dann ja die Angebote nicht mehr alleine in der Schule zugänglich sind, sondern über das Internet auch sowohl von den Lehrern zu Hause bei der Vorbereitung als auch bei den Schülern zu Hause, wenn sie Hausaufgaben machen. Und von daher ist natürlich die Frage, hat eine Schule eine vernünftige IT-Infrastruktur über eine Lernplattform, über eine Kommunikationsplattform, wo man Dateien hochladen kann, wo man über Wikis zusammenarbeiten kann und so weiter. Denn erst dann macht es wieder Sinn, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, dass man überhaupt überlegt, in diese Richtung mobiler Endgeräte zu gehen. Denn die mobile Endgeräte für sich genommen, abgekapselt, kann ich mir kaum vorstellen, dass sie Erfolg haben können in einem pädagogischen Prozess. Sie brauchen die Infrastruktur in der Schule. Ja, und der letzte Trend, last not least, ist der, dass wir wohl wissen, dass wir nicht irgendwie 2 Millionen Schüler mit Geräten ausstatten können. Kein Mensch kann das bezahlen. Ist doch die Frage, ob das überhaupt nötig ist. Ich bin immer dankbar, dass die Herr Hein und Professor Keres so ein Projekt machen am Niederrhein. Er wird bestimmt davon erzählen. Da probieren sie einfach aus, was passiert eigentlich, wenn wir den Schülern erlauben, die Geräte, die sie sowieso haben, mitzubringen und zu schauen, kann man mit dem Smartphone, was jemand hat, im unterrichtlichen Kontext etwas anfangen? Reicht das? Und was machen wir mit den Schülern, die sowas nicht haben? Wir haben jetzt zwar vor Weihnachten, okay, und gebimmelt wurde eben auch von der Birgit Giering, ne? als würde der Baum jetzt brennen. Nein, das geht natürlich nicht. Wir können niemanden unter Zugzwang setzen. Auf keinen Fall. Das heißt also, eine Schule muss auch entsprechende Reserven haben und Ausleihgeräte haben und Möglichkeiten haben, damit wirklich niemand benachteiligt wird. Sondern dass man andersrum einfach sagt, wir nutzen alles, was ihr habt, denn das braucht, was ihr schon habt, das brauchen wir nicht nochmal extra kaufen. Und das wird an Schulen ausprobiert, da wird der Hein mit Sicherheit drüber erzählen. Und nur so kann ich mir letztlich eine pragmatische Lösung für die Zukunft in nordrhein-westfälischen Schulen vorstellen. Wir wollen auf keinen Fall in Richtung einer Ausstattungsinitiative denken und gehen, weil das Ergebnis davon völlig klar ist. Die kommunalen Spitzenverbände werden uns sofort sagen, Herr Favre, wie können Sie so einen Vorschlag machen? Sie wissen doch genau, dass die Kommunen das Geld dafür nicht haben. Also so rum kommen wir da nicht ran. Andersrum ist schon interessanter, wenn man, wie zum Beispiel beim Medienpass, inhaltlich arbeitet, Angebote macht, dass dann in der Folge die Ausstattungsnotwendigkeiten entstehen und die Leute dann sagen, ja, wenn ihr den Medienpass macht, dann geben wir euch auch eine entsprechende Technik. So rum kann es
funktionieren, aber andersrum nicht. So, das waren jetzt 5 Trends. Die Heterogenität und Inklusion in den Schulen, die es notwendig macht, differenzierte, vielfältige Angebote zu machen, die letztlich nur digital zu realisieren sind. Zweitens der Medienpass, der in der Grundschule und schon über ein Viertel aller Grundschulen machen mit im ersten Angang. Und wir bereiten jetzt die Sekundarstufe 1 vor, 5., 6. Klasse. Da steht auch die Frage danach. Die digitalen Schulbücher sind das erste Mal ein Angebot für einen Regelbetrieb mit digitalen Medien. Die Technik wandert ins Internet und die Infrastruktur ist dafür da, dass mobile Geräte im schulischen Kontext dann noch Sinn machen. Ja, und dass die Schüler eigene Geräte mitbringen. So, und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, was die Frau Gehring mit Dirk Alloff gemeinsam vorbereitet haben. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Ich vergesse das sonst hinterher bestimmt wieder am Ende der Tagung, weil man dann so viele andere Sachen im Kopf hat. Vielen Dank für die Vorbereitung und Organisation. Vielen Dank für die Referenten, also Firmen, die gekommen sind, uns hier Geräte zu zeigen und Erfahrungen zu zeigen und die anderen Vertreter, die von Schulen dabei sind. Und ich bin eigentlich sicher, dass es ein spannender Tag wird und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe Birgit das Wort zurück. Danke. Ja, danke, lieber Wolfgang. Ich hatte das Wort noch gar nicht, obwohl ich gerade die ganze Zeit im Mikrofon rumgelaufen bin, weil ich dachte, wer das Mikrofon hat, hat die Macht und die wollte ich heute nur so bedingt abgeben, aber naja, wie das halt so ist bei solchen Veranstaltungen. Ich werde das Mikrofon nachher immer mal wieder auch aus der Hand geben, weil ich hoffe, sehr darauf hoffe, dass es eine ganz lebendige Veranstaltung wird, wo Sie viele Fragen stellen an die vorhandenen Vertreter der Firmen. Sie finden, Herr Vaupel hat fast allen gedankt, die auch wichtig und richtig sind. Ich darf noch ergänzen. Das Haus, genau, die Stadtbibliothek Essen zum einen, die uns diesen Raum zur Verfügung stellt. Das Catering stammt auch hier aus dem Haus von einer privat geführten Firma. Und dann nicht zuletzt dem Systemhaus Essen und dem Medienzentrum, dem Alfred-Krupp-Medienzentrum hier in Essen, die uns hier sehr stark unterstützt haben mit der Technik. Das sieht man, denke ich, auch, diese Tagung lebt mit und von Technik. Wenn da was schief gegangen wäre, sag ich mal, wäre das suboptimal gewesen. Wir haben seit gestern Mittag hier so ein bisschen rumgehext und was jetzt noch schief geht, können wir... Ist eben so. Apropos Schiefgehen, diese Tagesordnung, die Sie auf Ihren Plätzen finden, die Halbwertszeit von Tagesordnungsprogrammen war in diesem Jahr ziemlich kurz. Wir haben die mehr oder weniger halbtäglich geändert. Und gestern Abend, als dann um 3:40 eine ganze Firma abgesagt hat, hielt sich unsere Begeisterung zwar in Grenzen, aber wir haben gesagt, okay, dann wir lassen, wie es ist und nehmen den Tag so, wie er kommt. Was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Ich habe mit den Referenten gesprochen. Heute Morgen hat dann der dritte Referent seit Freitag abgesagt, aber da hatten wir dann sofort Ersatz dafür. Zu den Referenten sage ich immer dann was, wenn die Überleitungen kommen, weil ich extra von der Filmcrew gebeten wurde, das ein bisschen länger auszugestalten, damit die Zeit haben, die Kassetten zu wechseln. Und wenn ich jetzt schon alles sagen würde, dann nehme ich die Chance, dass Sie Ihre Technik da richtig bereitstellen können. Noch 2-3 Punkte zur Organisation. Und zwar machen wir heute Mittag so gegen 11:45 eine Mittagspause. Das Catering findet hier nebenan im Raum statt. Aber wir haben, wenn Sie die Wendeltreppe hochgehen, oben noch 3 Tische mit jeweils, ich glaube, 4 Plätzen, so 12, 13, 14 Plätze. Da können Sie auch das Essen mit hochnehmen und oben im Café essen. Die Teilnehmerbescheinigung gibt es am Ende der Veranstaltung, also nicht nach der Mittagspause oder irgendwie so um 3, sondern um 5. Und die Evaluationsbögen schicken wir Ihnen in den nächsten Tagen zu. Wir haben erst überlegt, das gleich heute zu machen, aber wir kennen es aus eigener Erfahrung. Dann hat man schon irgendwie so den Zug um 17.28 Uhr im Kopf, wie auch immer, und kreuzt dann aus Versehen Dinge an, die man vielleicht am nächsten Tag nicht mehr so meint. Wir geben Ihnen ein bisschen Zeit, die Veranstaltung sacken zu lassen.
und dass ihnen noch das ein oder andere Positive einfällt und schicken dann im Laufe dieser Woche den Link zu der elektronischen Evaluation zu. So, in der Hoffnung, dass ich jetzt nichts vergessen habe, aber irgendwie bin ich sicher, dass ich doch was vergessen habe, aber egal. Darf ich jetzt den ersten Referenten ganz herzlich begrüßen, und zwar ist es ein Vertreter der Firma Acer. Vielleicht noch ganz kurz, wenn Sie sich jetzt wundern, irgendwie so, ah, nur zwei Firmen, komisch. Gut, eine Firma hat gestern Abend abgesagt, alle anderen sind von mir angemailt, angetelefoniert, angeschrieben worden. Seit Juni habe ich wirklich versucht, die Big Player hier hinzukriegen. Die Firmen, die Sie heute nicht hier sehen, die wollten nicht. Schade. Gut, umso mehr freue ich mich auf die Firmen, die da sind, und darf ganz herzlich Herrn Michael Tedens begrüßen, der jetzt was etwas sagt zu Acer-Geräten und Bildungs... Acer traut sich, genau. Give a warm hand for Acer und viel Spaß.